Die Zahl der ausländischen Kinder in Transferleistungen hat sich seit 2010 verdreifacht. 2010 waren es 303.962. Dieses Jahr sind es 935.000. Die meisten kommen aus Syrien und der Ukraine. Und ich sage Ihnen, die Stimmung der Menschen in diesem Land, sie macht deutlich, dass das Verständnis für eine Politik, die Sozialleistungen in alle Welt verschenkt und das eigene Volk in Armut treibt, endgültig aufgebraucht ist, meine Damen und Herren.